Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, das erste Mal in der Arena. Also jetzt nicht eine Arena-Quest, aber trotzdem in der Arena zum ersten Mal. So, ich gehe mir direkt eine Arena-Quest wir machen halt die Arena-Quests auch noch irgendwann alle. Die Arena-Quests will Geronimo! Ich überlege gerade erstmal, mit welcher Muni ich überhaupt erstmal antreten will. Er hängt noch da oben, während ich und Kai uns schon ins Getümmel gestürzt haben. Ich übernehme den Wolvidon. Ah, okay, auf die Gebäude kann man nicht drauf. Was? Kann man nicht? Nein! Er hat wir schaffen es, Sunny. Ich habe uns mal getrennt. Ah, lol. Okay. Ja, Kai ist High-Rank. Der kriegt das auch ohne uns hin. Mein Seilkäfer hat mich ausgereicht. Man kann die Wand hochklettern, aber man braucht einen Seilkäfer, um da über diese Wand rüber zu springen nochmal. Aua. Man ist tatsächlich darauf angewiesen, zwei Seilkäfer zu benutzen, um über diese Blockade zu kommen. Ich will da drauf. Danke. Ne. Aua. Kann er das Ding kaputt machen? Eigentlich sollte er nicht dazu in der Lage sein. Er kommt ja nicht mal drauf. Das sah gerade lustig bei mir aus. Der ist da voll in der Luft rumgesegelt. Cool, ich kann ihn selbst durch das Holz hindurchtreffen. Ja, das ist irgendwie ein bisschen weird. Oh nein, jetzt kommt der Basarius hier rüber. Verzieh dich! Kaputt. Nö. Irgendwann kann das anscheinend kaputt machen. Aua. Wo kann man den Zaun aktivieren? Hier, ne? Ja, an den Seiten. Und heute. Okay. Hat danke. Abklingzeit. Wie lange Abklingzeit hat das? Ah. Ist nicht besonders hoch. So, mit der Perforier Munition. Die bekämpfen sich ja hier tatsächlich auch. Nee, nicht so wirklich. Zumindest ein bisschen. Also sie lassen sich eigentlich mehr in Ruhe. Die scheinen sich zu kennen. Nee. Müssen sie sich dann nicht verprügeln? Nee, Nikita verprügelt seine Freunde. Nee. Ich verprüge sie nicht, ich sprenge sie. Das ist was anderes. Stimmt, die Detonationsmuni müsste ich mir eigentlich für den Basarius-Rücken aufheben. Wenn man da so schwer drankommt. Ich baller gerade alles, was ich habe, mehr so auf den Wolvidon. So, der Rücken ist schon mal Fratze. Er kannst du, glaube ich, bei dem Viech auch nicht brechen. Sunny hat keine Lust mehr mitzumachen. So, ich treffe ja auch von hier oben. Du schaffst das da unten. Volltreffer! Er hat mich hier oben voll erwischt. Was heißt keine Lust mehr mitzumachen? Ich hab mich selber ausgesperrt. Doch, und wink euch jetzt. Nein! Einfach aus Prinzip nicht. Doch, das kann Aua. Du willst nun. Richtig. Du bist so feige, dich wieder in den Kampf zu stürzen. Warte, ich muss ein bisschen nach links dabei ziehen. Bin doch schon da, Mensch. Komm, Basarius, zeig deinen Rücken. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Sehr schön. Ich hab euch gerade ausgesperrt. Echt gut zielen. Ja, das stimmt wohl. Türme sind für den Schützen echt genial. Der Feuerstrahl war knapp. Mhm. Also ich habe gute Schussfelder, aber ich muss gleich einmal da hoch, weil ich keine Detonationsmunition habe. Oh, komm schon. Kann ich mich denn wieder da hochporten? Nö, kann ich nicht.
Wenn ich keine Munition mehr habe, muss ich mich absichtlich töten lassen, weil ich sonst keinen Schaden mache. Eine Teleporter? Ach stimmt, die Teleporter ja. Könnt ihr mir alle lassen, damit ich meine Munition ständig holen kann. Ja, wir brauchen die nicht wirklich. Also ich zumindest nicht. Wollen wir vielleicht erst den Volvidon töten? Versuch. Autsch. Weil der ist schneller tot. Und ich muss mal endlich merken, nicht direkt mit der Waffe auf den zielen. Ich habe immer so. Was wolltest du sagen, Kai? Was ist mit einer Katze? Ich habe einen echt starken Rechtsstrahl. Die hat auch die schöne Vase gestellt, die dir den Gestank abnehmen kann. Ja, die ist super. Ich weiß schon, warum ich nicht jeder Katze hab. Ich hab die auch eine Zeit lang gespielt. Nein, okay. Das ist meiner! Nein, tut er nicht, ist meiner. Kannst vergessen. Nimm doch den starken Angriff, den kannst du spam. Wenn du Glück hast, kommt bei dem leichten Angriff manchmal diese Lähmungsbombe raus. Also ich würde das auch immer wieder drücken. Vielleicht lähmst du den Basarius einmal. Nein! Das kleine Riegelmistvieh. Und da kommt der jetzt runtergesprungen, sammelt den Loot und verzieht sich wieder nach oben. Muss looten! Ja, ich darf noch mal. Der hat jetzt dreimal umgekippt. Ich will auch! Nein! Kacke! Ah, ist meiner. Ach, du bist doch ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Yep. Kommentarlos angenommen. Nee. Zack. Weg mit dem. Nein. Von wegen berittener Rächer. Bang. Knall den da einfach rein. Simpler Teleporter. Ich muss Munition holen. Oh nein, jetzt habe ich ein Problem. Ihr habt bitte alle nicht Teleporter mitgenommen. Bitte nicht mich fokussen, bitte nicht mich fokussen. Hä? Wir sind nur drei Leute und es gibt vier Teleporter in dem Scheißteil. Wie können wir alle mitgenommen haben? Weil hier nur noch einer war. Ja, natürlich nehme ich einen mit. Vielleicht brauche ich auch irgendwann einen. Zum Glück kann ich mir selber noch Teleporter herstellen. Ich kann dir auch gerne meinen geben, ey, wenn du ein Problem damit hast, dass wir Teleporter dabei haben. Ja, nur ich brauche Munition. Ich muss vielleicht mir wieder neue Heilung holen, weil ich eine Lowrank-Rüstung habe. So. Nächsten Mal kannst du das nicht mehr als Ausrede benutzen, dann haben wir dir eine Highrank-Rüstung angezogen. Jo, das ist ja okay. Wenn ich eine Highrank-Rüstung habe, brauche ich auch keine Teleporter. Außer wenn wir nachher so ein Vieh stehen wie... Hör auf! Renn das Ding hoch, du Idiot! Danke! Außer wir haben dann... Der ist die ganze Zeit rumgerannt! Mensch! Ja, wenn man einmal ausreden, dann wird man die ganze Zeit unterbrochen! Ja, ich muss in meinen Karren anschnauzen. War grad dringend nötig. Ja, ich hab's gemerkt. Ich will auf das Ding drauf. Geht das? Nein, man kann nicht oben drauf stehen. Nee, das geht leider nicht. Was steht denn hier rum? Eine Heilfrucht. Macht denselben Effekt wie die Nebelschnecke. Ja, das ist die Heilfrucht von meiner Katze. Könnte ich eigentlich mal ausnutzen. Same. Deswegen mag ich meine Katze. Wegen solchen Sachen. Ah, Strahl! Schrot! Volvidon! Der kommt so richtig durch den Bildschirm gerollt. Hallo, ich bin auch noch da. Ja. Aua. Oh, meine Ohren. Und das Gift jetzt her? Von dem ist. Ach, das ist von dir oder wie? Ich glaube, das war von der Katze.
Das ist auf jeden Fall von meiner. Meine Katze macht gerade den Juri-Tanz. Ach nee, das dürfte, glaube ich, meine sein. Ach so. Kann das wir jetzt mal. Ah, es ist fast. Nein! Der Basarius hat seinen Kollegen gerettet! Warte mal. Erstmal das. Geht auf den Basarius. Der Wolvedon ist jetzt weg. Du hast ihn gefangen. Ja, das geht schneller. Sind wir ihn wenigstens los. Aber Sarius war hier eigentlich ehrlich gesagt nur nervig. Ich konzentriere mich auf den Rücken, den wegzusprengen. Ja, das schaffst du besser wie wir. Wobei ich mit dem Elan-Helmbrecher das auch hinkriegen kann. Ah, Kacke. Nein, daneben! Nee. Gott sei Dank fürs Schnellschärfen. Einfach mitten im Feld hinhocken zum Schärfen. Und bevor er mit seinem Charge überhaupt angefangen hat, bin ich fertig. deswegen ist Polierer super. Ich habe das Schnellschärfen-Ding auf 3, ich habe das auf der Maximalstufe. Ich ziehe zweimal da drüber und geh kaputt! Auf der dritten Stufe entfernt das 3 Schärfungszyklen. Zack, aua, zack, fertig. Lebensstaub! Oh, jetzt habe ich gerade erst Hilfe benutzt. Na, vielen Dank auch. Gern geschehen. Jetzt geht kaputt. Ich jag die ganze Zeit schon meine Detonation da oben rein. Ich habe gerade eben über meine Ultra-Weifer-Muni darauf geballert. Ich will den Gravios sehen. Ich will deine ausgewachsene Form töten. Autsch, ich hab da einen Strahler bekommen. Aua. Wann wollt ihr eigentlich den Schweif abtrennen? Das ist euer Job. Ich kann ja nicht abtrennen. Was meinst du, was wir die ganze Zeit versuchen? Ja, du hast Schnitt, oder nicht? Oder hast du es mit der Waffe nicht? Ich hab Schnitt, aber ich bin der Einzige, der den Rücken sprengen kann. Wie hatten die deinen Schwanz noch ab, bevor du stirbst? Na, hoffentlich. Das hält dir nur leider immer weg. Mensch, akzeptier doch, dass du eine Schönheits-OP brauchst. Ich würde das nicht als Schönheits-OP Wir könnten den theoretisch auffangen. Jetzt muss man den Lernschlag übersetzen, sonst habe ich gleich keine, nicht mehr Geld. Nee, lieber Vater, tatsächlich kein Schnitt. Danke. Erstmal. Gern geschehen. Angesehen. Ich habe euch beide einmal geheilt. Ich versuche gerade Ermüdung, dass er hungrig wird. Muss ich aber auf den Kopf zielen. Ich glaube, ich habe meinen Job geschafft. Dieser Eingrab-Move, der gefällt mir. Mir nicht, ich treffe den Rücken da nie mehr. Jawohl. Das war der Rücken, glaube ich, ne? Ja, ja, das war der Rücken, sehr schön. Das war das ganze Mann. Vieh. Perfekt. Ja, den Schwanz ist da noch dran. Ich habe meinen Job wenigstens gemacht, das reicht mir. So Leute, das war's mit in dieser Folge. Wir versuchen den Sunny jetzt endlich mal eine bessere Rüstung zu holen vor der nächsten Aufnahme, sonst verreckt er uns hier die ganze Zeit. Ich habe mir halt auch vor dieser Aufnahmesession noch eine bessere Rüstung gemacht und die auch vollkommen aufgewertet. Ich habe mit jedem Teil 70 Rüstung drauf. Ich glaube, ich war hier sogar im Typen-Nachteil.
Warte. Ja, Feuerwiderstand minus 2. Also, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zusammen mit den Dullis. Ja, wir drei sind die Dullis.